Hey Leute, ich habe heute mal einen Drogeriehaul für euch. Und zwar, ja, gibt es das bei mir nicht so oft, weil ich ja immer so meine Standardsachen habe, meine Standardprodukte, die ich mir immer wieder nachkaufe. Und ich drehe nicht so oft Holz, also Drogerieholz, weil es für mich halt nichts Besonderes ist. Und keine Ahnung, deswegen kommt nicht so oft ein Drogeriehaul von mir. Aber jetzt war ich bei Kiko und bei ihr Platz und die waren da reduziert die Sachen und deswegen habe ich zugeschlagen und ich dachte, das ist auf jeden Fall mal ein Video wert. Das muss ich euch zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit Kiko am besten an. Fangen wir mit Nagellacken an. Also die Nagellacke waren da ja zurzeit, also die letzte Zeit auf 1,50 Euro reduziert und da habe ich zugeschlagen. Ich habe mir 4 Stück gekauft. Ist eigentlich gar nicht so viel, finde ich. Ich habe andere Videos mir angeguckt und da waren die... Ja, da war die Ausbeute auf jeden Fall größer als bei mir. Ich zeige euch mal die Farben. Einmal so ein wunderschönes dunkles Grün. Das ist die Farbe 392. So sieht das aus. Das ist so ein Moosgrün, so ein dunkles. Ihr seht das. Finde ich sehr, 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 sehr schön für den Herbst. Also Farbe 392, hat so einen Silberschimmer da drin, das sieht man hier vorne so ein bisschen, aber das kommt null raus auf den Nagel. Ich persönlich mag es nicht so mit Schimmer, aber sieht man halt fast gar nicht. Dann noch so ein ganz, ganz, ganz dunkles Rot, finde ich auch sehr, sehr schön für den Herbst. So sieht die Farbe aus, sieht man hier oben auch nochmal richtig schön. Das ist die Farbe 226. Seht ihr das? Ja, ich glaube schon. Und dann halt ein ganz klassisches Schwarz. Muss ich euch jetzt nicht zeigen. Ist halt ein schwarzes Schwarz in der Farbe 275. Ich habe zwar einen schwarzen Nagellack, aber meiner, der war jetzt nicht so toll. Da muss ich immer ganz oft drüber gehen, bis der deckt und... Ja, ich wollte einfach mal einen, den ich ganz schnell auftragen kann. Dann noch diese Farbe hier, die ist wieder etwas sommerlicher, aber die fand ich so schön. Eigentlich wollte ich mir jetzt gar nicht mehr so Sommersachen oder Sommerfarben kaufen, aber die Farbe musste mit. Das ist so eine Mischung aus Rot und Pink und die Farbe heißt 362. Ja, das sieht man ja eigentlich schon, was das für eine Farbe ist. Auch ohne Schimmer und ohne alles. Dann habe ich mir noch einen Lippenstift gekauft. So sieht die Packung aus. Den macht man hier so auf. Und so sieht die Farbe aus. So sieht die total anders aus als aufgetragen. Jetzt wasche ich die einmal hier. Und da sieht man, das ist so ein... ja, so ein Orange. Aber halt nicht so ein Sommerorange, sondern eher so ein Herbstorange. Aber hier sieht die wieder total knallig aus, wenn man sich die so anguckt. So, da könnt ihr eigentlich gar nicht drauf achten. Die sieht eher dann so aus wie hier. Also, ich werde sie auch nicht so extrem tragen, sondern ich werde sie eher auftupfen. Und habe ich mir auch schon für den Herbst gekauft, weil ich noch eine Handtasche habe, ungefähr in der Farbe. Und ich sowieso total, ja, auf diese Farbe stehe im Moment. Die Farbe heißt 605. Also, merkt euch das. Wenn ihr Interesse habt, so sieht die Packung aus. Und dann, also mit Kiko war es das jetzt. Dann war ich bei ihr Platz. Die hatten da 75% auf alles, weil die ja schließen. Da habe ich mir von Catrice diesen Matte to Stay Long Lasting Eyeshadow gekauft. Das ist so ein Creme-Lidschatten. Die Farbe 020 ist das. Und so sieht die Farbe aus. Hier einmal geswatcht. Also ich weiß eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich mir die nur gekauft habe, weil die reduziert war. Ich weiß nicht, ob das ein Fehlkauf war, weil diese Farbe, ich meine, die ist zwar ganz okay, ist so ein Metallic Grau-Grün oder so, aber ich benutze solche Farben eigentlich gar nicht. Und ich hoffe, es war kein Fehlkauf. Werde ich mal sehen, ob ich die benutze. Also wenn ihr solche Farben tragt und die Farbe auch schön findet, die 020 ist das. Dann habe ich mir nochmal von Catrice einen Blush gekauft. Und zwar ist es der hier. So sieht der aus.
Das ist die Nummer 050. Und so sieht der geswatcht aus. Auch eine Sommerfarbe, aber kann man eigentlich auch so im Winter tragen, finde ich. Da hat man ja auch so rote Bäckchen. Obwohl ist eher eine Sommerfarbe, aber ist egal. Habe ich auch oft getragen schon. Ich habe euch jetzt gar nicht, glaube ich, den Preis gesagt. Also der kostet um die 3,50 Euro. Unreduziert, ich habe das alles reduziert bekommen, wegen halt 75%. Der kostet auch um die 3,50 Euro, 3 Euro. Der hier kostet um die 7 Euro. Und die Nagellacke, die habe ich jetzt alle für 1,50 Euro bekommen. Aber die kosten wieder 3 Euro. Habe ich letzte Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie nur kurzzeitig so ist oder ob die nochmal reduziert werden. Aber auf jeden Fall habe ich die vorgestern noch. Also ich habe mir die nicht vorgestern gekauft, aber vorgestern habe ich halt wieder gesehen, dass die wieder 3 Euro kosten. Da habe ich noch gedacht, huh, Glück gehabt. Dann habe ich mir noch gekauft diesen Lip Cream hier von Manhattan. Das ist die Farbe 45H. Ich habe ja schon diese Farbe in so einem schönen Pinkton. Und ja, da der auch reduziert war bei ihr Platz, habe ich mir den mitgenommen. So sieht er aus. Und ich liebe diese Lip Creams, weil sie total matt sind und es ist einfach anders, als wenn du dir einen roten normalen Lippenstift drauf machst, weil ich kann es nicht beschreiben. Es fühlt sich einfach so leicht an und es ist matt und es sieht einfach schön aus. Einfach mega matt und das mag ich halt total. Ich suche hier gerade irgendwas zum Abwischen. Gerade nichts. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall kostet der aber auch nicht so viel. Um die 3 Euro kosten die. Ich habe leider keine Kassenbons mehr, weil das hier ist ein angesammelter Haul und ne, habe alles schon weggeschmissen. Dann habe ich mir dieses hier gekauft von Essence. Wie heißt es? Studio Nails Better Than Jay Nails Top Sealer. Der soll dafür sorgen, dass, der kostet glaube ich auch so um die 2-3 Euro, dass der Nagellack ganz, ganz schnell trocknet. Und ich muss sagen, es stimmt. Es stimmt auf jeden Fall. Ich habe mir die Nägel letztens lackiert und ich musste ganz schnell weg, habe den drüber gemacht und schon waren die trocken. Aber das ist nach einem Tag schon passiert. Und ich hatte letztens auch hier bis zur Hälfte alles abgesplittert und das schon nach 2 Tagen. Also er trocknet auf jeden Fall schnell die Nägel, aber er lässt sie total absplittern. Ich weiß nicht, ob das an diesem Nagellack hier liegt. Vielleicht liegt das auch daran, dass das so ein Billig-Nagellack war. Oder das liegt an dem Teil hier. Also ich würde es nur empfehlen, bis jetzt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es an den Nagellack liegt. Würde ich es nur empfehlen, wenn ihr eure Nägel schnell trocknen lassen wollt. Also wenn ihr die vielleicht nur einen Tag drauf habt und eure Nägel sowieso sehr oft neu lackiert, dann kann man den empfehlen. Aber sonst würde ich den nicht empfehlen. Es gibt davon aber auch einen Top Sealer, der nicht schnell trocknen soll, sondern der die Nägel versiegeln soll, den Nagellack. Und zwar soll der dafür halt sorgen, dass der Nagellack ganz lange drauf bleibt. Und da habe ich gehört, dass der richtig, richtig gut sein soll. Also, genau, der ist halt zum schnell trocknen und der andere zum länger halten. Ich habe jetzt aber nur den, zu dem anderen kann ich nichts sagen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Dann war ich noch bei ihr Platz und habe dieses Teil hier gekauft. Da ist 10x Lidschatten drin. 2x Puder, 2x Rouge, 5x Lipgloss, 1x Lipgloss, Lipschein. Ja, 1x Lipschein. Lipgloss und Lipschein ist eigentlich dasselbe für mich, aber naja. Ja, so sieht das aus hier. Das hat hier oben so einen Spiegel und dann hat das hier so wunderschöne Farben. Vor allem, wo ist die Farbe? Die hier oben finde ich so schön. Guckt euch die mal an. Das ist ein richtig schönes Grün. Sieht auch sehr schön aus zu dem Nagellack bestimmt. Ja, und dann hat das hier noch so Rouge und Lipcream oder so. Hier ist ein Lipcream. Und
da und da und da und da ist dann Rouge. Und das war von 10 Euro auf 2 Euro oder so reduziert. Ich weiß gar nicht, wie lange ihr Platz noch offen hat, aber wenn es noch auf hat, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei, weil ich war auch vor ein paar Tagen da und da habe ich doch sowas gefunden, also nicht schlecht. Dann habe ich mir gekauft von H&M so Fake Lashes, aber ich finde die richtig geil, weil die hier kürzer sind und da länger und ich finde, die sehen irgendwie total natürlich aus, auch nicht so extrem lang und die haben gekostet 3,95 Euro. So, 3,95 Euro. Ja, bin ich auch schon gespannt, wie die aufgetragen aussehen. Dann habe ich mir das hier gekauft, aber nicht bei DM oder sonst was, sondern bei Lidl. Kostet um die 2 Euro, 2,75 Euro oder so. Da sind 40 Pads drin und die riechen nach Honig und Mandel. Und die sind ungefähr so groß, so seht ihr das. Und ja, die benutze ich halt jedes Mal, also jeden Tag zum Abschminken. Und bin super zufrieden damit. Ist auch schon die zweite Dose, die ich mir nachgekauft habe. Es riecht angenehm, es entfernt das Make-up gut und ja, finde ich total gut. Die kaufe ich mir jetzt immer. Finde ich sogar besser als die von DM. Von DM habe ich auch schon zigtausend davon ausprobiert. Aber ich werde die mir jetzt auf jeden Fall öfter nachholen. Dann mein Standard-Deo-Roller für 1 Euro. Quatsch, nicht 1 Euro. 55 Cent nur. Da sind 50 Milliliter drin und das ist schon der dritte oder so, den ich mir nachgeholt habe. Der ist ohne Alkohol. Und meine Kamera zickt rum. Und soll 48 Stunden halten. Ich weiß nicht, ob 48 Stunden, aber auf jeden Fall hält der sehr, sehr lange. Das steht fest und den liebe ich. Der riecht so gut. Wenn ihr auf Vanille steht, dann kauft euch den. 55 Cent, kann man echt nichts falsch machen. Und dann habe ich mir noch den hier gekauft von Impuls, wenn ich das richtig ausspreche. Vanilla Kisses heißt der. Der riecht auch richtig gut. Der hält auch lange. Riecht richtig intensiv nach Vanille. Aber das Doofe daran ist, dass der mit Alkohol wahrscheinlich ist und unter den Achseln brennt, wenn man sich frisch rasiert hat. Am zweiten Tag allerdings geht es. Und ja, deswegen würde ich den halt erst ab dem zweiten Tag empfehlen. Und dann war ich bei Pipa und habe mir dieses komplett hier gekauft. Das ist einmal eine Bodylotion, 500 Milliliter, Entschuldigung, und ein Duschgel für 150 Millilitern drin. Und das hat zusammen gekostet 6,95 Euro oder so. Da steht zwar Vanille drauf und da ist auch eine Vanilleblüte drauf, aber das riecht null nach Vanille. Das riecht einfach nur angenehm und weiblich und ich liebe diesen Duft. Vor allem, wenn man sich damit badet oder duscht und damit danach eincremt, dann riecht man echt den ganzen Tag danach und du hast den Duft einfach die ganze Zeit um dir und es ist echt ein angenehmer Duft. Also, wenn ihr kein Vanille mögt, nicht unbedingt, dann lasst euch davon nicht abschrecken. Weil es riecht einfach, es riecht noch nicht mal so extrem süß. Also, es riecht einfach, ich kann den Duft nicht beschreiben. Sehr, sehr weiblich und elegant, finde ich. Also, wie ein richtig schönes Parfüm. Das gibt es auch schon Ewigkeiten, dieses Produkt. Also das stirbt nie aus. Das könnt ihr euch immer wieder nachholen. Und es ist total günstig für die zwei Sachen. Deswegen würde ich auf jeden Fall mal vorbeischnüffeln, wenn ihr an Pipa vorbeikommt. Ich weiß gar nicht, ob die es auch bei Douglas haben. Müsst ihr einfach mal schauen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und ja, das war's eigentlich schon. Vielleicht war ja was für euch dabei. Und wie gesagt, so oft kaufe ich keine Kosmetik. Jetzt habe ich so ein bisschen angesammelt und dachte mir, das ist mal ein Video wert. Aber sonst kaufe ich, wie gesagt, immer meine Standardsachen, was Schminke angeht. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!